Martin Gietz macht eine Ausstellung. Schon wieder. Das liegt an seiner Produktivität. Haben Sie mal Gietz beim Zeichnen gesehen? Fremde Stadt, Barcelona, 1991. Während die umständlichen 13 noch Stühle rücken, nach Speisen und Wein fragen, hat Martin die erste Zeichnung fertig. Selbst Leute, die in ihrem Leben schon mal gezeichnet haben, vielleicht in einer Phase sogar intensiv gezeichnet haben. Selbst jene, ja, also zum Beispiel vor längerer Zeit auch, ja, selbst jene können es nicht, das Anfangen. Die Barriere ist die eigene Umständlichkeit. Es ist jetzt gerade unbequem, zu kalt, zu windig, kein gutes Licht, kein Zeichenpapier, keine Unterlage? Wo ist der Stift? Hast du mal einen Stift dabei? Radiergummi? Ja, wenn. Ach, jetzt ist ein Fleck drauf. Sie sehen, es geht gar nicht. Nicht so bei Gietz. Gietz zeichnet schnell. Seine Bewegung ist rasant und kennt kaum Unterbrechungen. Es ist eine Art schreibendes Zeichnen. Es entsteht aus dem Rhythmus der Zeichenbewegung. Gut sichtbar ist dann ein linearer Rhythmus in der Zeichnung selbst. In der zu Beginn beschriebenen Situation, Ankunft in der Barcelona-Kneipe, fasste er in die linke Brusttasche seiner Jacke und hat in der Hand 15 Kugelschreiberminen. Die Handbewegung vollzieht eine Spur, die auf dem Blatt tanzenden Minen 15 Spuren. Sie erinnern sich, als der Wirt herankam, war die erste Zeichnung schon fertig. Später dann, als die ersten Rotweinflecken und Soßentupfer auf der Papiertischdecke zu sehen sind, braucht er auch kein Papier mehr. Das Quäntchen Wirklichkeit. Gietz ist Berliner und Reisender zugleich. Er zeichnet vor Ort. In Litauen, Lissabon, Bangkok, Barcelona, Polen, Rom, Urbino, Mallorca. Mallorca, sagt der Berliner, ne? Malaysia, China, Indonesien, Japan, Toskana, Kaliningrad. Keine Barriere. Zeichnen als dabei sein. Was zu sehen ist, ist auch wert, gezeichnet zu werden. Eine fahrende Straßenbahn, nächtliches Blinzeln der Stadt, eine Disco, Leuchtreklamen, ein Feuerwerk. Bewegung fordert sein Zeichenprotokoll heraus und immer bleibt da drin übrig das Quantum Wirklichkeit. Ich persönlich habe eine Sympathie für die anstrengende Arbeit an der Gegenständlichkeit. Und das Vor-Ort-Sein ist nochmal eine Besonderheit. Und gibt der Zeichnung, die besten Beispiele hängen direkt hinter mir, die Venedig-Zeichnung, gibt der Zeichnung eine große Unmittelbarkeit.
Das Dasein und das Mitdabeisein, das Sehen der Gegenstände und das Niederschreiben. Manchmal ist die Eigenbewegung und der Dialog der Striche so stark, dass das Motiv einfach verschwindet. Im vorderen Raum gibt es ein Bild, wo der Gegenstand allmählich verschwunden ist, in seiner ratzigen, wilden Art, die Oberfläche zu bearbeiten. Martin, du stehst da. Kannst du mal einen Augenblick herkommen, bitte? Sehen Sie ihn an. Sehen Sie, wie er sich selbst bewegt? Schnellen, kurzen Schrittes, kurz, entschlossen, geschäftig, geradezu wuselig. So zeichnet er. Man kann sich natürlich vorstellen, dass jemand, der so ständig unterwegs ist mit dem Stift, dass der mit einer DIN A4-Seite nicht gut zurechtkommt und dass man das eigentlich fortsetzen kann. Ne? Das muss größer sein. Man hört einfach auf, mit diesen kleinen Holzblöcken da drauf rumzusticheln und nimmt eine Tür oder größer noch. Natürlich ist die Nachbearbeitung dann voller Bedacht und Balance. Wenn er dann aufhört, natürlich die Farbe noch schnell auf dem Druckstock verteilt hat, dann kommt die Straßenwalze. Und mit großer Gemächlichkeit und Ruhe, Vorsicht auch, das Gegenmodell zum Gietzschen Zugriff, fährt sie drüber und holt einen Druck ab. Das war's. Guten Abend. Das war Gietz.